Am Dienstag tagt der Bund-Länder-Gipfel, um neben weiteren Maßnahmen bezüglich der Corona-Pandemie auch über die Bundeshilfen für die von der Flutkatastrophe betroffenen Gebiete zu entscheiden. Stand Dienstagmittag sieht die Beschlussvorlage als ersten Tagesordnungspunkt die Entscheidung über die finanziellen Unterstützungen des Bundes vor. So will sich der Bund mit 400 Millionen Euro an den Soforthilfen der Länder beteiligen. Eine Deckelung der Summe sei nicht vorgesehen. Die Polizei Koblenz prüft die Einteilung von Ermittlungen gegen einen Bestatter im Hochwassergebiet Ahrweiler. Laut eigenen Angaben der Polizei Koblenz steht der Verdacht im Raum, dass der Bestatter gegen das Bestattungsgesetz im Umgang mit Toten verstoßen habe. Der Bestatter soll mehrere Leichen aus dem Hochwasserkatastrophengebiet in nur einem Sarg in einem Container gelagert und mehrere offene Holzsärge mit verdeckten Leichensäcken übereinander gestapelt haben. Nach Angaben des Hotel- und Gaststättenverbandes Rheinland-Pfalz suchen die Gastronomen und Hoteliers im Norden des Landes händeringend Personal. Laut der Angaben der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten, NGG, haben allein im Rhein-Hunsrück-Kreis 400 Köche, Hotelangestellte und Servicekräfte ihre Jobs im Gastgewerbe aufgegeben. Grund dafür war unter anderem die Corona-Pandemie, in der die Angestellten herbe Einkommensverluste hatten aufgrund der angemeldeten Kurzarbeit. Dahergehend haben sich viele Angestellte krisensichere Arbeitsstellen gesucht. Der Hotel- und Gaststättenverband Rheinland-Pfalz fordert klare Signale von der Politik. Hotellerie und Gastronomie sollen für Genesene, Geimpfte und Getestete dauerhaft geöffnet sein. Mehr aus der Region gibt es unter www.tv-mittelrhein.de.